Ladies und Gentlemanes, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Hoppala. Also nicht zu Let's Play Hoppala, sondern zu Let's Play Anno 2205. Boah. Da habe ich ja mal gerade ein bisschen Hustenmisse. Wir beschäftigen uns heute mal noch mal ein bisschen primär mit der Mondgeschichte hier oben. Da wir doch durchaus was erhalten, wir eigentlich alles. Weltmarktrouten. Warenlagerkapazität. Credits Limit bei 200.000. Schon nicht schlecht. So, wir müssen hier mal ein bisschen gucken, dass wir uns mal ein bisschen expandieren. Schiff, wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Schiff, fahre mir. Verstanden. Hierhin. Wir brauchen auf jeden Fall neue Augen. Ich sage immer Augen, die heißen aber Neuromodulkomplexe. Das sind wahrscheinlich so Augen, ne? Ich finde es sau komisch, wie die hier hergestellt werden. Mystisch. Gar nicht passend zu dem, was hier eigentlich so enthalten ist, ne? Nee, finde ich gar nicht passend. Wobei das sich doch schon sehr futuristisch aussieht, muss man ja mal ganz ehrlich dazu sagen, ne? Wie die ganzen... Ja, doch. Man erkennt so ein bisschen... Man erkennt schon, dass es hier futuristisch getan ist. Geothermalenergie. Ja, man hat schon was. So. Gebiet beanspruchen. 175.000 Credits wollen die dafür haben. Hi, wie geht's? Das wäre dann abgemacht. Okay, da haben wir ein bisschen was rausholen können. Was also 175.000 ist schon so hart. Ein Glück für uns beide. Jetzt können wir direkt miteinander Energie sprechen. Haben wir Überschuss, Leute haben wir sehr, sehr viele hier. Ja, also hier ist natürlich unser großer Pluspol und hier sind unsere beiden Minus-Sachen. Da, ah ja, hier sind wir schon mal gut weit gekommen. Tundra waren, ah ja, nee, so weit sind wir noch nicht. Stufe 3, Stufe 2, Stufe 3. Und das hier betreten wir mal. Und ich meine, wenn ich mich nicht recht entsinne, das hier können wir noch nicht genau, weil da fehlt uns der Shitty-Shit hier. Du willst einen guten Deal? Bei mir kriegst Anfrage. Du oh. Die richtige Ware zum richtigen Preis. Alter. Die richtige Ware das war zum jetzt richtigen Preis. Mal ordentlich Schotter. Ja, genau. Mach mir ein Angebot, das ich nicht ablehne. Jo, das war genau das, was wir benötigt haben. Richtig viel Geld. Wir haben inzwischen schon 60 Magnetit. Das ist gar nicht mal so wenig. Von allen so, das Gebiet beanspruchen wir. Hätte ich mich auch für den hier entschieden. Hättest du nicht. Hättest du nicht. So, wir gehen nämlich her. Und fördern wieder. Das hier. Weil das Zeug brauchen wir jetzt. Nicht Mond, ach, Tiss. Davon stellen wir jetzt 8 her. Aber leider immer noch zu wenig für unsere Neuroimplantate. Und da die Fabrik hier ausgereizt ist, werden wir jetzt erstmal hier eine neue Fabrik für Neuroimplantate hinsetzen. So, die stellt jetzt logischerweise viel zu wenig her. Da wir... Oh. Was benötigt die denn alles? Nur das da. Hm. Also
damit produzieren wir jetzt irgendwie mehr, als ich erwartet habe. Schon ausgereizt oder was? Nein. 3 von 5. Ach so, Money fehlt uns. Ja, klar. Haben ja auch gerade ein bisschen was ausgegeben. Naja, da können wir jetzt nichts machen. Also gut, aber das, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Routenübersicht. Gib mir mal Routenübersicht. Da haben wir ein bisschen was über. Lass mal machen, dass wir hier 10 Überschuss haben. Sortiere Daten. Gut, dann haben wir hier jetzt auch wieder Vollständigkeit. Die Welt ist klein, was? Wo immer du hin... Vollständigkeit! Und er bringt immer bergeweise hochwertige Waren mit. Ja, das ist ja schön und gut. Haben wir den jetzt eigentlich hier ja, wir haben ihn gebaut. Da ist der zweite Staudamm. Jetzt fehlt nur noch der letzte. Beeindruckend. Nur noch ein Damm. Von 20. Ich werde mich um den Papierkram kümmern. Sie hören von mir. Ein Damm nur noch. Sehr gut. Jetzt haben wir hier wieder alles im grünen Achtung, Bereich. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, wir stellen... 10 brauchen wir. 10! Oh mein Gott. Wie viel produzieren wir davon gerade? Nur mal ganz schön, dumm gefragt. Dass wir hier weitere Kolonien gründen. Das sind sichere Zwischenstationen. Ich bezweifle, dass wir 10 Überschuss haben. Außerdem können sie mit uns handeln, wenn wir hier sind. Aber gut, bei 35.000 Leuten... Der Vorstand war sehr beeindruckt. 3. Meine Vorgesetzte hat mich hergeschickt, um sie zu kontaktieren. Cassian Industries möchte in dieser Angelegenheit ihre Dienste nutzen. Es ist aber auch hart. Drei weitere Module gehen noch. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Jetzt produzieren wir hiervon gerade mal 6. So wenig Überschuss. Und wir brauchen doch so viel. Das ist jetzt ein hartes Diese Stückchen. Große Leere, man gewöhnt sich dran. Mondnahrung. Jo. Das ist jetzt heftig, sag Bitte, ich mal. Schließen Sie den Auftrag ab, bevor meine Vorgesetzte die Geduld verliert. Okay, wir werden mal machen. Keine Panik. Wo ist denn diese Drohne? Da. Gehen die hier draußen etwa auch? Ja, sehen futuristisch aus. Aber sie gehen. Das können wir erstmal machen. Verstanden. Ist ja kein Problem, Monsieur. Ah, der hier hat nur Stufe 3. Brauchen wir ein paar weitere Offiziere. Die Orbital Watch ist mir auf den Fersen, aber irgendjemand muss... Okay. Ich bin froh, dass Sie verfügbar sind. Sagen Sie die Wahrheit. Wie schlimm ist es da draußen? Wir kommen nur schwer an solche Dinge ran. Okay, hier mal ein bisschen Geld ran schaffen können. Ein bisschen ist gut. Es ist eine ganze Menge Geld, die wir hier gerade. Oh, wir können auch große Schildgeneratoren bauen. Ah, die sind super teuer. Das ist heftig. Das ist super heftig. Okay, hier werden wir da einen hinbauen, da einen hinbauen. Da. Und dann hier ein bisschen Platz lassen. Und dann haben wir auch schon nicht mehr genug Geld. Dies war einmal ein grauer Stein, aber was Sie daraus gemacht haben... Kostet auch wieder jede Menge Geld.
Okay. Lass mich verrückt werden. Es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Na, er fehlt die Flotte. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Ja, so viele Leute brauchen wir dafür jetzt. Das können wir erreichen. Da haben wir inzwischen schon zwei. Die Orbital Watch schreckt vor nichts zurück. Terroristen greifen Sauerstofftanks und Versorgungslieferungen an, zwingen alle zur Unterwerfung. So viele Tote, die noch irgendwo in ihren Raumanzügen herumschweben. Die Orbital Watch schreckt vor nichts zurück. Terroristen greifen. So, hier Watch. Mal. Hier mal gemacht. Sehr gut. Roger. Dann werden wir da als nächstes hingehen. Das ist mal gut. Und eine weitere Häuschen. Sehr gut. Ja, also wir müssen mal eindeutig jetzt hier gucken. Die Welt ist klein, was? Wo immer du hingehst. Gehen wir nochmal schnell hier rein. Und der bringt immer bergeweise hochwertige Waren mit. Ob wir hier gerade Geld machen können? Willkommen an Bord, mein Freund. Können wir sogar. Nick erkennt ein gutes Geschäft, wenn er eins sieht. Ja, genau. Mach mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Das ist ein bisschen seltsam, wie wir hier gerade verkaufen müssen. Mach mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Oh, ich habe gerade aus Versehen alles verkauft. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Nick erkennt ein gutes Geschäft. Ich habe gerade schon gedacht, das wäre schlimm. Aber es ist nicht schlimm gewesen. Ja! Jede Menge Leute, die wieder expandieren. Sehr schön. Hat das irgendwelche negative Auswirkungen? Nein. Ja, wir brauchen hiervon jetzt wieder weniger. Mann. Die Logistikstreams lassen darauf schließen, dass da geschossen wird. Ja, also die Leute gehen stark nach oben. Damit haben wir... Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Wieder einen starken Wachstum, was Leute betrifft. Ich mag es hier wirklich, diese Atmosphäre der Zufriedenheit. Gut. Ja, also unsere Stadt hat sich deutlich vergrößert jetzt schon. Ja, würde ich sagen. Brückenbauplatz eingerichtet. Wir starten einfach mal mit dem Brückenbau. Warum nicht? Man kann ihn bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Das kann man mit Sicherheit irgendwann mal. Im Gange. Da können wir schon mal hinfahren. So. Jetzt ist halt nur die Frage, ne? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Baubots haben wir 15%, haben wir 15 Überschuss. Das geht, das ist jetzt nicht so viel. Auf dem Weltmarkt gibt es viele Gelegenheiten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollen. Ja, apropos Weltmarkt. Dann können wir da ja mal kurz gucken. Lassen Weltmarkt. Sie mich das kurz abschließen, dann können Sie fortfahren. Wie kann ich jetzt hier verkaufen? Wie geht das? Preisentwicklung. Ja, dafür kriegen wir das meiste. Oder? Ja, doch, kriegen wir. Und wie kann ich den ganzen Scheiß jetzt verkaufen? Keine Ahnung.
kann es sein, dass ich neue Transferroute. Kleines Liftauto. Nehmen wir mal das kleine Liftauto. Oh. Genehmigt. Die Route ist offiziell eröffnet. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Verbindung wird hergestellt. Dass es so einfach geht. Krass. Was produzieren wir noch? Von dem Shit halt, ne? Also wir müssen einfach nochmal... Also... Krass. Was wollen Sie? Das ist ja der Shit. Das ist ja der Shit. Uiuiui. Baubotzen stark runtergegangen, ne? Verkaufspreis. Baubots. Wir könnten mal gucken, was wir. Oder nee, was kriegen wir eigentlich raus? Wenn wir hier nach hier. Also, wir müssen das auswählen. Das hier nach das hier. 1300 können wir da rausholen. Aber was übrig zu haben, ist bestimmt nicht schlecht. Hoffentlich erweist sich diese Route als profitabel für Sie. Ja, ich will's doch hoffen. Verbindung wird hergestellt. Oh, warum wusste ich nicht, dass das geht? Wir können so jede Menge... So viel Geld kann man damit jetzt einnehmen. 19. 19 Mikrochips im Mypra-Fluss. Schön, dass du vorbeikommst. Dann haben wir einen Deal, mein Freund. 1, 2, 1, 1. Einen solchen Deal. Das ist so unfassbar viel Geld, was wir damit gerade einnehmen. Das ist ja der Shit. Gut, hier haben wir jetzt eine Viertelstunde, also 5 Minuten schon rum. Das ist ja Hammer. So, wir haben wieder ist eine Gefahr für jeden super viel Geld haben wir wieder. Wir sollten zusammenarbeiten. Kommen Sie für Aufträge in mein Camp. Da können wir dann hier doch schon mal... Sie haben sich das Vertrauen verdient. Und jetzt vergessen wir, dass das passiert ist. Entwickeln? Cassian Industries erwartet, dass dieser Auftrag mit größter Diskretion ausgeführt wird. Wir brauchen aber halt... Firma unter neuem Titel geführt. Zwangsweise neue Bewohner. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ich werde mich sofort drum kümmern. Kommen Sie rein, atmen. Eine autarke Mondgemeinschaft. Anfangs waren es nur kleine Schritte. Gut. Aber jetzt sind sie gut aufgestellt und ihre Kolonie hat Wurzeln geschlagen. Sie sind bereit, zum Kern des Mondlizenzierungsprogramms vorzustoßen. Der Gewinnung von Fusionsenergie. Noch ist alles nur Theorie, aber ich glaube an sie. Was? Jetzt sollen wir einen Fusionsreaktor bauen. Ich glaube, die Olle hat sie nämlich alle. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir eine neue Energiequelle bekommen. Alles installiert. Probier's aus. Was ist das hier? Kreditwartung. So ein Ding will ich haben. Zu wenig Iridium. Aha! Aber Iridium ist doch so wichtig.
Willst du mich verarschen? Das Ding kostet 800.000. Ihr müsstet mal gerade mein Gesicht sehen, ohne Witz. Warum habe ich keine Facecam an? Warum? Das ist ja so beschämend von mir. Okay. Kein Sauerstoff. 10.000. Boah, das, die ganze Mondkacke, die ist ja so kostspielig einfach nur. Eis. Folgende Baupläne erhalten. Bauoptionen erweitert. Ich weiß nicht, was wir jetzt bauen können. 80.000 dafür. Was kostet mich das? 16 hier. Oh, das ist so viel Geld. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wenig Monderträge. Aha. Aha. Entschuldigung, dass mir gerade Geld ausgeht. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt sieht's gut aus. Jetzt müssen wir nur noch mal Sauerstoff gucken. Der Mist ist nur. Da produziere ich das. Oh. Das sitzt jetzt aber nicht so gut. Viereinhalbtausend. Ja, okay, komm. Jetzt produzieren wir wieder genug. Boah, der ganze Mondkram ist so unfassbar teuer. Wie schnell man einfach alles verpulvert. Wir sind unterbesetzt, daher sind Sie immer ein willkommener Anblick. DLC-Freischaltung. Jo. Das können wir machen. Sektor übernehmen. Ich möchte einfach mal jetzt herausfinden, was können wir hiermit überhaupt machen. Ich habe ja das DLC dazu gekauft. Jetzt müssen wir doch mal glatt herausfinden, was das dann kann. Was kann das? Externe Ressourcen. Aha. So. Gut, dass Sie hier sind. Dies ist ein schöner Ort, aber er ist abgeschieden. Das könnte der Grund sein, warum die Eden-Initiative ihn ausgewählt hat. Vor 2 Jahrhunderten haben sie hier einen Saatguttresor gebaut, um mittlerweile ausgestorbene Arten aufzubewahren. Dieser Tresor ist unser Ziel. Aber der Tresor ist nicht richtig gewartet worden und hat Lecks. Und er hat noch etwas Gefährliches aus der Vergangenheit mitgebracht. Wir möchten beide in den Saatguttresor, aber zuerst brauchen wir Forscher, die sich vor Ort mit den Funden befassen. Die Aufgabe verschwindet. Saatgutbunker. Was kann das? Was ist das hier? Drohnenstock. What? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ja, wir spielen einfach mal ein bisschen damit. Zwei Stück muss ich davon immer bezahlen. Neue Baupläne verfügbar. So Freaks sind Wunder also. Aha, oh, was wollt ihr denn haben? Was führt sie heute zu mir? Vitamindrinks wollt ihr haben.
unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Fabrikgütern. Wasser und Moos. Wasser und Moos. Wie sieht's aus? 4 von hiervon. Ach so. Ah, lol, ich verstehe. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ah, habe ich mich verarschen lassen. Zu wenig Beschäftigte. Icke verstehen. Ich verstehen. Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Es könnte schlimmer sein. Ich verstehe die ganze Problematik. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Und Iris ist ihr Auftrag. Mhm, was müssen wir hier machen? Okay, wir müssen so eine Fabrik bauen, so eine hässliche Fabrik. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Plus 8 und hiervon wollen wir auch noch was haben. Trockenlegungsstelle. Mhm. Na, wenn die meinen. Einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. Aber es läuft schon. Das heißt, wir produzieren was. Das heißt, mit der Zeit wird das kommen. Also hier immer noch Problematik am Start. Aber das scheint ganz schön zu sein. Da müssen wir uns mal ein bisschen mit drum kümmern. Ja. Papadakis Enterprises. Preislich gesehen. Dort Geschäfte, wo die Geschäfte 33.000 sind jetzt nicht so viel. Alten Freund einen Besuch ab. Leider. Projektstatus. Es gibt viel für Sie zu tun. Ja, da können wir jetzt in der Tat wieder helfen. Wir müssen nur mal kurz ein bisschen gucken. Meine Preise sind so niedrig, dass ich selbst nicht weiß, wie ich das in die richtige Ware zum richtigen Preis. Einen solchen Deal würde ich nie... Warnung! Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Gut, wir haben wieder ein bisschen mehr Geld einnehmen können. Das freut mich. Und wir müssen erneut uns darum kümmern, dass wir wieder Geld dran schaffen. Weil ich weiß jetzt schon, das könnte teuer werden. Das wird auf jeden Fall teuer, was wir davor haben. Also, wir brauchen hier sehr, sehr viel Geld. Die Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, Childemo. Childemo, ganz, ganz, ganz locker. Es reicht ja vollkommen aus, wenn ihr mir kurz Bescheid gebt. Dass wir hier zum Beispiel krass zu wenig Essen haben. Das wäre ja schon mal ein ganz großer Schritt nach vorne. Was produzieren wir hier? Obst. Noch mehr Obstfelder brauchen wir. Ist auch kein Problem. Können wir alles erstellen. Da, hier, Bums, Bums und Bums. Jetzt haben wir da genug Obst. Können wir die hier? Nein, können wir nicht. Schade. Aber wir können halt das hier erweitern, ne?
So, neue Filmstufe 21. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Ach, leck mich doch. Jetzt haben wir hier eins zu viel. Ist es denn jetzt okay? Ja. Zu wenig Essen. Hiervon brauchen wir was Neues. Hiervon. Auch. Limit erreicht. Soja brauchen wir jetzt. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen en masse produzieren. Machen wir mal so. Und dann gibt es jetzt hier mal eine Straßenanbindung. Da haben wir jetzt da plus 4 Soja. Wein. Wein muss auf jeden Fall angebaut werden. Den setzen wir hier hin. So, das heißt, wir stellen jetzt auch wieder genug Wein her. Essen. Jetzt brauchen wir Essensfabriken. Können wir den noch irgendwo hier dazwischen setzen? Wird schwierig, ne? Den hätte ich gern so. Dann kann man nämlich hier da so einfach dran setzen. Jetzt haben wir zu wenig Energie. Ich werd verrückt. Wir müssen neue Energie produzieren. Oh oh. Logistiknetzwerk überlastet. Das sieht mit der Energie bald schlecht aus. So, da haben wir wieder sehr viel Energie. Aber halt die Logistik. Da haben wir gesagt, hier kommt das hin. Gut, dann haben wir davon auch wieder was. Brückenbau kann ausgeführt werden. Vielleicht produzieren wir richtig hardcore viel. Davon aber noch nicht genug. Das heißt, hier wird es jetzt zwangsweise eine neue Fabrik geben müssen. Die wir hier hinsetzen. Erstmal mit zwei Modulen. Dann sind wir hier bei plus 7. Hanf haben wir wieder zu wenig. Oder dieses, nennen wir es mal dieses, das hanfartige Zeug. Setzen wir das mal lieber dahin. Man weiß ja nie, wofür das noch gut sein wird. Alles klar. Jetzt stellen wir von fast allem, was wir hier benötigen, unfassbar viel her. Wasser ist halt entweder spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer noch nicht fertig. Iridium, wir brauchen Iridium. Oh, und wir brauchen eine Pause. Ah, verdammt. Wenn ich es weiter expandiere, wird mir das Wasser knapp. Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Oh mein Gott. Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß, mein Freund.
Du musst in der Grauzone leben. Oh, gut, dass du vorbeikommst. Unsere Anteilseigner möchten sich einschalten. Cassian Industry. Also in den letzten Folgen ist ja echt viel krass viel passiert hier. Ah, willkommen. Finde ich heftig. 44.000, okay. Nur noch. Also wie ihr seht, gibt es noch eine Menge zu tun. Bei mir haben wir jetzt 8.18 Uhr. Heißt also, jetzt ist Counter-Strike-Zeit angesagt. Hier war es jetzt leider erstmal für heute. Ach, hier machen wir sogar auch Energieüberschuss. Einmal mal so überall. Bewohner, ja, sieht gut aus. Minus 409, ja, der hier muss halt echt alles tragen. Das geht halt anders leider nicht. Ja, und ansonsten sieht doch gut aus, meiner Meinung. Cool, du bist so, auch hier. Ich, dann kannst du ja diese mal Folge in meinem Lager vorbeikommen, wenn du magst. Ja, so, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Komm rein und entspann dich. Können wir das verkaufen? Ja, können wir. Was für ein Deal. So, hat mir ein bisschen Geld gegeben. Das ist immer ganz gut. Das heißt, wir können nochmal... Oh ja, das müssen wir jetzt noch machen, Leute. Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Wir müssen hier nochmal gucken. Nee, wo war das? Da. Sie können nicht lange bleiben. Wir müssen weiter. Was können wir hier verkaufen? Danach hatte ich schon gesucht. Danke. Also hier können wir ordentlich was loswerden. Ein fairer Preis. Das können selbst wir uns leisten. Hier können wir auch noch einiges von verkaufen. Wir kommen nur schwer an solche Dinge ran. Oh, jetzt habe ich aus denen alles verkauft. Egal. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ich weiß. Ich weiß. Bewohner haben wir hier oben nämlich genug. Hier ist es jetzt erstmal dann priorisiert, nächste Folge, dass wir hier... Ah, wir brauchen doch noch ein paar. Schade. Na gut. Ich glaube, Iridium war jetzt erstmal vonnöten, damit wir auf unserem Heimatplaneten neues Wasser bekommen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier raus. Laden zu guter Welt nochmal die Welt hier, gucken da nochmal rein. Was? Bauen sie Tundra-Wohnungen? Hab ich doch. Ewiger Winter. Naja, man gewöhnt sich dran. Was hatte ich hier doch 19 Stück hier gemacht? Da können wir jetzt gerade noch ein paar weitere bauen. Wenn wir der Folge schon mal Überlänge gestatten. Dann kosten wir die jetzt ein bisschen aus. So. Warnung. Einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. So, dann gucken wir noch mal kurz drüber. Perfekt. Und keine Sorge. Der Vulkan in der Nähe wird nicht ausbrechen und ihre Siedlung begraben. Ich überwache ihn. Aber es gibt einen Grund zur Sorge. Wir kämpfen gegen ein Virus. Den Sektor unter Quarantäne zu stellen, ist keine Option, denn wir beziehen Lebensmittel von außerhalb. Aber mit ihrem Raumhafen als Knotenpunkt sind wir auf der sicheren Seite. Raumhafen-Upgrade eingeleitet. Das kann nicht wahr sein. Du wirst gar so, jetzt haben wir die 40-Minuten-Folge gemacht. Geschäfte zu machen. Alter, es ist immer so ein Zwang hier aufzuhören, weil das Game macht so unfassbar viel Bock einfach nur. Na gut.
Jetzt ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.